Wenn Flaggen laufen lernen. Mein Name ist Lars Töpfer, ich bin 50 Jahre alt, selbstständiger Unternehmer und ich mache dieses Video aber als Privatperson, weil ich habe viele offene Fragen, die mir von der Politik nicht beantwortet werden. Und ja, ich war Teilnehmer der Demo am Samstag, dem 1. August 2020 in Berlin. Und ich sage euch, wenn man den offiziellen Medien Glauben schenken darf, dann muss ich also ein Verschwörungstheoretiker, ein Aluhelm, ein Covidiot oder möglicherweise ein Nazi sein. Woran erkennt man denn aber einen Nazi? Gehen wir mal davon aus, dass man einen Nazi an einer schwarz-weiß-rot gefärbten Flagge erkennen kann. Ihr seht hier die Bilder von vielen, vielen tausend Menschen. Und den ganzen Nachmittag konnte ich in diesem Bereich, wo ich mich aufgehalten habe, nur eine einzige schwarz-weiß-rote Flagge sehen. Nicht mehr. Die Flagge stand den ganzen Nachmittag an einer Stelle und der, der sie gehalten hat, verkörpert für mich auch nicht unbedingt das Sinnbild eines Nazis. Und jetzt mache ich mich mal selbst zu einem Verschwörungstheoretiker. Was wäre denn, wenn von den Medien ganz bewusst ein solches Bild geschaffen werden soll, um andere Menschen von der Demonstration fernzuhalten? Wie würde ich das anstellen? Sehr wahrscheinlich würde ich vorher ein Drehbuch schreiben, um alles perfekt in Szene zu setzen. Allein wird das nicht möglich sein. Ich brauche dazu Menschen, die mich dabei unterstützen. Ich würde Folgendes machen. Ich würde dafür sorgen, dass ich überzeugende Bilder für die Massen kreieren kann. Logistisch wäre das eine kleine Herausforderung. Denn es wäre nicht so einfach, sich auf einer solchen Demonstration auch wiederzufinden. Ich würde also einen sehr markanten Treffpunkt vereinbaren. Nehmen wir mal an, ein großes Plakat von Mahatma Gandhi, was weithin sichtbar ist und eigentlich das Ziel für alle, die zusammentreffen wollen, darstellen könnte. Was für ein Zufall, ein solches Plakat gab es direkt neben mir. Und genau dort war auch die erste schwarz-weiß-rote Flagge zu finden, die ich gesehen habe und die bis dahin einzige Flagge. Um eine perfekte Illusion zu schaffen, brauche ich eine Ablenkung. Dazu würde ich einen Zeitpunkt wählen, wo möglicherweise die Demo beendet wird, wo Lautsprecheransagen kommen und die Masse unruhig werden und die Konzentration in eine andere Richtung geht. Lustigerweise ist genau das passiert, genau in dem Augenblick, als die Polizei die Veranstaltung beendete, bekam die erste und bis dahin einzige schwarz-weiß-rote Flagge Besuch. Kurz darauf erschien dann noch eine dritte Flagge an dem Plakat von Mahatma Gandhi. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Wäre das jetzt der perfekte Moment, um ein Kamerateam auch zu dieser Position zu schicken? Das Plakat von Mahatma Gandhi ist ja gut zu finden. Tja, ich würde die Fahnen jetzt einfach mal wedeln lassen, damit sie wirklich gut sichtbar sind, wenn ein Kamerateam kommt. Das ist mit Sicherheit medienwirksam und wenn ich dazu noch ein bisschen Lautstärke habe, dann könnte das der ziemlich perfekte Moment sein. Jetzt beobachten wir doch einfach mal, was passiert ist. Die Stimmung unter den Anwesenden war nicht mehr ganz so ruhig, weil in diesem Augenblick wurde die Veranstaltung durch die Polizei, durch die Lautsprecher abgesagt. In diesem Augenblick erschien das Kamerateam von Dunya Halali. Gleichzeitig lief die Polizei in voller Montur an den Demonstranten in Richtung Bühne vorbei. Die Demonstranten riefen, schließt euch an, schließt euch an. Die Polizei wurde also nicht beschimpft, wie es in den Medien dargestellt wurde. Im Gegenteil, man meinte, dass sie sich der Demonstration anschließt. Jetzt brauche ich nur noch ein, zwei Leute, die laut rufen, Lügenpresse, Lügenpresse, und ich kann mir sicher sein, die Massen machen mit. Und ist das passiert? Wir schauen es uns mal an. Achtet jetzt bitte mal auf die Fahnen am rechten Rand. Und wenn wir gleich ein paar Meter nach vorne gehen, dann werdet ihr am rechten Rand sehen, das Timing war nicht ganz so optimal, weil der, der den ganzen Nachmittag mit der Fahne bei uns in dem Bereich stand, muss jetzt seine Fahne erstmal startklar machen und zusammenbasteln, damit er gleich fröhlich mit ihr wedeln kann. Hurra! Er hat's geschafft, jetzt kann er's machen. Das Fernsehteam ist da und er darf wedeln. Ist doch grandios, oder?
Er hat es den ganzen Nachmittag nicht geschafft, mit der Fahne zu wählen. Und genau jetzt, als das Kamerateam dort erschienen ist, jetzt tut er es. Darf ich da die Frage stellen, warum das genau jetzt passiert? Vorher war vor den anderen Fahnen nicht zu sehen und die sind genau jetzt da. Und weil die ganze Situation noch nicht skurril genug ist, kommt jetzt hinten in der Mitte im Bild eine weitere Fahne. Die habt ihr jetzt gerade am linken Rand, aber es kommt eine weitere Fahne, die den Weg irgendwie nicht so richtig findet. Jetzt ist er so halb links. Wir ändern nochmal die Kameraperspektive und jetzt schaut mal bitte, folgt der Fahne. Ist es nicht lustig? Es ist kein Mensch da, aber eine Fahne, die geht und sie bleibt genau vorne beim Kamerateam stehen. Die Person, die die Fahne trägt, ist so klein, dass sie das Kamerateam nicht so richtig finden konnte. Deshalb ist sie so ein bisschen hin und her geirrt. Aber jetzt hat sie das Team gefunden und sie steht da und wartet. Sie hat die Fahne perfekt vor die Kameras platziert. Schaut euch die Szene einfach noch einmal an. Liebe Leute, versteht ihr, warum ich Zweifel an der Berichterstattung der Medien habe? Ich war den ganzen Nachmittag vor Ort und ich kann euch sagen, das, was hier passiert, ja, ich bin ein Verschwörungstheoretiker, nur die Fragen kommen bei mir einfach aus der Praxis, weil ich bin ein aufmerksamer Beobachter. Ich hinterfrage sehr, sehr viel. Und genau das Hinterfragen ist ja aktuell nicht gewünscht. Und genau dann, wenn man mich daran hindern möchte, zu hinterfragen, dann frage ich mich, warum? Denkt bitte einfach drüber nach. Und bildet euch eure eigene Meinung. Dankeschön.